als ich nach New York gekommen bin, das war so ziemlich die größte Umstellung, die ich bisher in meinem Leben hatte, weil ich aus einem wirklich kleinen Dorf komme mit 14 Leuten in Deutschland. Aber ich muss auch sagen, eine wirklich schöne Umstellung. Also ich, ja, mir macht einfach unglaublich Spaß hier. Ich bin gleich nach der Ausbildung hergekommen, also ich war 20. Ich wollte einfach nicht für 5 Jahre gleich nach der Ausbildung in Deutschland sitzen bleiben. Was die Ausbildung zur Erzieherin angeht, da sehe ich so mehr oder weniger, seit ich hier bin, meine ganze Ausbildung so vor mir ausgebreitet und denke mir so, okay, wir sind gerade in der und der Stufe und wir gehen jetzt gerade in die Warum-Fragen-Phase und jetzt sind wir da und ich sehe das einfach alles bestätigt aus meiner Ausbildung. Es bringt so ein bisschen wieder. I think this would be the section where I wouldn't go with a 3.5-year-old, but he just loves it here. Schau, da sind deine Indianer. Wollen wir die erst oder wollen wir erst zu den Büffeln? Auf meiner To-Do-Liste sind noch einige Musicals, die ich natürlich noch schauen möchte und einfach noch Zeit mit meinen Freunden verbringen, die ich jetzt hier in Amerika kennengelernt habe. Eine To-Do-Liste ist eine Liste, was ich mit Sachen, die ich noch vorhabe. Guck mal, Erik, wenn du möchtest, können wir bis nach da ganz oben raufgehen. Da ist nämlich jetzt wieder geöffnet. Ja. Wollen wir hochgehen bis nach ganz oben? Ja. I remember him climbing his first, like walking up his first steps all by himself. That was a big deal for him. Yeah, I remember I took a picture of that day. So that was special with him. And also when he jumped for the first time, like, that's just amazing to watch. Wenn du zum Pioneer kommst, bring mir ehrlich ein bisschen Bonbons mit. Bonbons? Ich habe ja gar keine Bonbons. Nee, diese Hustenbonbon. Und wir wollten dich fragen, ob du uns gerne draußen bei den großen Schaukeln treffen möchtest, beim Pioneer. We either meet up in the park or somewhere outside, or if I just come home from work, then I relieve Ina there. And Eric says bye, and then Ina goes have fun, and we enjoy the evening and start our evening routine. Also am Anfang ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, weil man gerade ankommt. Man hat natürlich diesen riesigen Jetlag, in dem man gerade steckt. Und eine neue Stadt, eine Familie, Hostfamilie, für die man dann da ist und die dann auch für dich da sind. Aber im Endeffekt kennt man sich noch nicht. Man muss sich an die Abläufe gewöhnen und einfach reinkommen. Und am Anfang braucht es schon ein Weilchen Zeit. Aber ich habe es auch auf der anderen Seite sehr genossen. Also ich mag es. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, New York zu entdecken für mich, Stück für Stück und einfach, ja, da nach und nach so reinzurutschen und jetzt auch die ganzen Insider-Sachen zu kennen. Das also ist für mich ein großes Highlight, dass ich jetzt sagen kann, ich kenne mich aus. Also du kannst mich hier in New York aussetzen und ich würde sagen, ich finde nach Hause. Ja, ich würde schon sagen, New York ist und bleibt auch erstmal für eine Weile mein Zuhause. Also ging, dass ich mal einen Tag die Gedanken gedreht habe, dass ich so ein bisschen Heimweh hatte oder einfach gedacht habe, jetzt ist so ein Tag, jetzt wärst du einfach gerne in Deutschland, weil ich weiß nicht, das ist ein Geburtstag, eine Feier, alle sind zusammen und du bist der Einzige, der fehlt. In solchen Situationen hat es mir immer geholfen, einfach rauszugehen und einfach was zu machen und einfach nicht mit meinen Gedanken stecken zu bleiben. Und ich glaube, genauso ist es, wenn man vor dieser Entscheidung steht, ins Ausland zu gehen oder nicht. Man sollte sich einfach mal trauen. Also das ist jetzt die Seite von meinem Trip nach Texas. Da hat es mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Das war, ich wusste vorher nicht, dass es so ein kleiner Traum von mir war, da mal hinzukommen. Aber nachdem ich dann da war, habe ich es rausgefunden. Und ich war mit einer Freundin bei einem Rodeo. Das fand ich am beeindruckendsten von allem. Da hat man einfach dieses Film Texas gesehen und mich hat es einfach umgehauen.
Handgelenke. Handgelenke. Zwischen den Fingern. Eher, wenn ich mit dem Erik jetzt jeden Tag arbeite, fühle ich mich eher wie eine große Schwester. Stimmt, das haben wir vergessen. Kommt sofort. Weil ich einfach immer da bin. Ich lege ihn zum Schlafen, ich koche mit ihm Mittag, ich wecke ihn dann hinterher wieder auf. Wenn er hinfällt, sich wehtut, dann kuschel ich mit ihm und bin einfach da, wo normalerweise die Arbeit als Erzieherin aufhört. Also das geht tiefer in die persönliche Ebene. Und dadurch ist halt auch die tiefe Bindung entstanden, die ich mit ihm jetzt mittlerweile schon habe. Einmal die Füße. They're so close. So yeah, I think for him that's the difference, that it's not somebody who comes here to take care of him, but somebody who's part of his life.